Stellen Sie sich vor, Sie sind zu einem Sommerfest eingeladen und es entpuppt sich als Hochzeit. Ja, das ist wirklich passiert in der Wiener Society und es wusste niemand Bescheid. Außer wir natürlich. Jetzt die große Überraschung, es ist kein Sommerfest. Und jetzt geht's los. Ich freue mich sehr, aber jetzt wird's ganz privat. Hand aufs Herz, wusstest du Bescheid, dass es eine Überraschungshochzeit ist? Ich dachte, ich gehe auf ein Geburtstagsfest und bäm, es ist eine Hochzeit, Wahnsinn! Ganz toll. Ich wusste nicht was, aber ich wusste, dass irgendwas kommen wird. Aber ich dachte eher an einen Zauberer oder an irgendeinen berühmten Kollegen. Manche haben schon vermutet, Udo Jürgens kommt noch einmal zurück. Also, dass sie jetzt heiraten, das habe ich gedacht, gut, jetzt ist sie weg. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich eine der wenigen war, die es wusste, weil ich mit dem Erich ja zusammen probe und sie haben gesagt, sie sagen es mir, weil sie haben dauernd irgendwas organisatorisch machen müssen. Aber ich habe es nicht einmal meinem Mann gesagt. Warum passen gerade die zwei so gut zusammen? Die haben sich gefunden und unterstützen sich gegenseitig sehr, haben auch einen ähnlichen Humor und sind wirklich sehr, sehr gute Teamplayer zusammen. Und da glaube ich, dass das jetzt schon eine Weile sehr, sehr gut funktioniert. Das ist wie, wenn ich so schön sagen soll, Topf und Deckel. Ihr Humor ist so, das ist so, ja, das schmilzt so ineinander. Sie nehmen sich selber nicht ernst, was den Humor betrifft auch. Und sie sind einfach so ein riesiges Herz haben beide. Und jeder kann den anderen so nehmen, wie er ist. Also es ist immer wieder wunderschön zu sehen, wie sie sich wirklich ergänzen. Das ist wirklich herrlich. Es war so herzig. Er ist ja so ein Witzbold und so ein Kasperl. Und wie er sie unter dem Rosenbogen abgeholt hat und mit zum Altar getanzt hat. Es war entzückend. Also ich fand das Ganze reizend. Sie waren beide sehr hübsche Eheleute und haben miteinander den besten Griff getan, den sie tun können. Hattet ihr immer schon vor, eine Überraschungshochzeit zu machen? Das ist so entstanden. Wir machen eigentlich im Sommer oft ein Geburtstagsfest, je nachdem, wo wir sind. Machen wir meins oder ihres. Und wir haben eigentlich in diesem Jahr gesagt, weil wir die Hochzeit verschieben, die kirchliche, machen wir ein schönes Geburtstagsfest mit ein paar Freunden, ein bisschen erweitert. Und plötzlich haben wir gesagt, je nachdem, wie sich dann die Situation hat, sich dann ein bisschen so verändert, haben wir gesagt, du komm, wir finden keinen Termin mehr für die Standesamtlichen für nächstes Jahr. Eigentlich haben wir ja für dieses Jahr noch einen gesucht und dann hat sich das eine das andere ergeben und dann haben wir die Idee weiterentwickelt und haben gesagt, komm, aber dann machen wir es als Überraschung. Warst du nervös? In der Vorbereitung schon ein bisschen und heute war es aber so, dass die Vorfreude gesiegt hat und überwogen hat. Und das war so schön, weil wir hatten wirklich so liebe Menschen um uns herum, die uns so getragen haben und uns so mitgeholfen haben, dass dieses Fest jetzt gut läuft und dass die Überraschung auch funktioniert. Und das hat mich natürlich sehr beruhigt. Ich war natürlich sehr gespannt aufs Hochzeitskleid. Man fängt dann an, sich noch was vorzustellen und ich bin begeistert. Also es ist super, es steht ja super gut. Und nervös war ich in diesem Sinne nicht, aber einfach sehr gespannt. Ich habe mich sehr gefreut. Und es ist dann so, dass man einfach sagt, so jetzt muss es einfach mal dann sein und feiern und raus damit. Es gibt ja kein Geheimrezept für die Liebe, aber es gibt Zutaten. Welche möchtest du den beiden mitgeben für die Zukunft? Das ist die Zutat, die sie schon haben. Das ist Humor und das ist ganz viel Mut, sich zu zeigen. Ja, ich finde, die zwei funktionieren. Wenn man die sieht, dann... Na, sie hat dich was anderes ich weiß gefragt. Schon. Aber ich finde, die brauchen keine Zutat. Das wollte ich damit sagen. Ich finde, wenn es jemanden gibt, die wirklich gut zusammenpassen, sind es die beiden. Finde also, ich schon. Ich will jetzt diese Frage beantworten. Ja. Also bei euch wäre es dann der Humor? Ja, der Humor auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen... Den haben sie aber schon. Nein, aber die Susanna bringt mich in letzter Zeit viel mehr zum Lachen, als ich sie. Das hat jetzt aber auch niemand gefragt. Nein, aber was die Zutaten sind, ich glaube schon, ein Commitment, nämlich nicht davon zu rennen und
zu sagen, pass auf, auch wenn mir jetzt gerade etwas nicht passt, abhauen ist nicht die Lösung, sondern wenn schon, das gemeinsam durchzustehen und gemeinsam zu besprechen und nicht einfach dann, also wir haben schon auch unsere Auseinandersetzungen, aber dann, wenn es darauf ankommt, gell, sind wir Steher. Wie heißt das, da gibt es diesen Spruch, in der Ehe pflegt gewöhnlich immer einer der Dumme zu sein. Nur wenn zwei Dumme heiraten, das kann mitunter gut gehen. Wir sind das glücklichste alte Ehepaar, das es gibt. Wir schmusen uns jeden Tag halb tot. Wir machen uns Komplimente, wir machen uns Liebesbeteuerungen und das täglich. Also ich wünsche jedem Paar, dass es so glücklich wird. Aber es hat bei uns auch ein bisschen, und das ist mir völlig klar, der Faktor eine Rolle gespielt, dass wir nicht mehr jung waren. Weil die Verletzungen, die man einander in der Jugend zufügt, bewusst oder unbewusst, mit Flirts links, mit allem Möglichen, ja? Das hat es also dann bei uns nicht mehr gegeben. Was habt ihr später noch vor? Bald wieder eine Premiere. Wir starten am 5. September mit einem Stück Julia und Romeo in Wien mit 10 Vorstellungen in der Komödie am Quai. Also eigentlich gibt es nicht so viel Pause, aber wir machen im Oktober dann eine Pause. Es hat jetzt auch nicht wirklich Sinn, irgendwo eine Pause zu machen. Ich glaube, wir alle müssen das einfach jetzt nehmen, wie es kommt, egal was kommen darf, und das aber wirklich aus vollem Herzen entgegennehmen, dankbar sein und schauen, dass es irgendwie für alle weitergeht.